Bierspiele sind es, die in der ersten Hälfte des Monats März 2023 neu in den Game Pass kommen und gleichzeitig auch via Cloud Gaming spielbar sind. Das heißt, euch reicht ein Webbrowser und ihr könnt bei aktivem Game Pass Ultimate Abo die Spiele direkt loszocken. Ich zeige euch, welche das neu sind für die erste Monatshälfte März. Und ach ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu meinem neuen Video. Los geht's! Fangen wir doch mal mit den Spielen an, die den Game Pass zum 15. März verlassen. Ich blende die euch auch nochmal ein, falls ich das Ganze hier zu schnell erzähle. Ja, nicht alle waren überhaupt wieder Cloud-spielbar, aber natürlich fallen sie, wenn sie aus dem Game Pass raus sind, auch aus dem xCloud-Angebot aus. Das wären F1 2020, The Goat Simulator, Kentucky Route Zero, Marvel's Guardians of the Galaxy, Paradise Killer, Undertale, Young Souls und Zero Escape and the Nonary Gates. Letztes Spiel habe ich noch nie gehört in meinem Leben, aber vor allen Dingen für Marvel's Guardians of the Galaxy ist es schon ziemlich schade. Wenn da von euch was dabei wäre, was ihr unbedingt noch spielen wollt, bis zum 15. März habt ihr wie gesagt noch Zeit. Ansonsten, einige Spiele sind auch in anderen Abo-Diensten enthalten. So, und jetzt aber zu den neuen Spielen in der ersten Märzhälfte 2023. Schon Guilty Gear war mit seinem einzigartigen Mix aus 2D- und 3D-Grafik eine Revolution im Fighting-Genre und auch Guilty Gear Strive beeindruckt mit einem fantastischen Look. Mitreißende Visuals und detaillierte Charakteranimationen verbinden sich nahtlos mit einer packenden Spielmechanik und sorgen für jede Menge Nervenkitzelmomente, wenn du deine Kontrahenten mit perfekt choreografierten Nahkampftechniken auf die Matte schickst. Das Spiel ist bereits seit dem 7. März im Game Pass enthalten und natürlich auch via Cloud spielbar. 3 Jahre nach der ersten Necromorph-Invasion an Bord der USG Ishimura erwacht Isaac Clarke im Spiel Dead Space 2 aus einem Koma und muss feststellen, dass nichts mehr so ist wie zuvor. In der Rolle des desorientierten und verwirrten Isaac beginnst du deine Umgebung zu erkunden und erfährst, dass du dich auf einer Raumstation voller Gefahren befindest. Stelle dich neuen Feinden und absolviere Kämpfe in der Schwerelosigkeit und finde heraus, was in den Jahren deiner Abwesenheit mit deinen Liebsten geschehen ist. Teil 2 von Dead Space ist im Game Pass via EA Play spielbar und erscheint am 9. März 2023 nur via xCloud. Ebenso wie Dead Space 2 ist der dritte Teil der Spielereihe nur via xCloud spielbar und erscheint ebenfalls am 9. März 2023. Reise gemeinsam mit Isaac Clarke und John Carver quer durch die Galaxie, um auf dem eisigen Planeten Tau Volantis die Quelle der Necromorph-Seuche aufzuspüren und zu vernichten. Doch als euer Schiff eine Bruchlandung auf der eisigen Planetenoberfläche hinlegt, beginnt ein knallharter Kampf ums Überleben. Überwinde eisige Klippen, bekämpfe gefährliche außerirdische Lebensformen, sammle lebensrettende Materialien und stelle dich schließlich einer Armee von Feinden, die den Beginn der Apokalypse einleiten könnte. Geschaffen von Spieledesigner-Legende Sid Meier hat Civilization seit jeher nur ein Ziel. Nutze die ausgeklügelte Rundenstrategie, um ein Imperium für die Ewigkeit zu erschaffen. In Civilization 6 wird dein Aufstieg zur Großmacht dank neuer Interaktionen, Kulturen, Technologien und Mechaniken so abwechslungsreich und fantastisch wie nie zuvor. Spielbar ab dem 16. März. Schaut ihr da rein oder habt ihr das immerhin schon 6,5 Jahre alte Spiel eh schon durch? Lasst es mal in den Kommentaren da. Diesmal ist für meinen Geschmack leider gar nichts dabei. Stattdessen wird bei uns im Hause in Familie gerade das Free-to-Play-Spiel via xCloud gezockt, nämlich die Sims 4. Und Mann, was hat sich das Spiel seit seinem Erscheinen verändert? Vor allen Dingen ist es mittlerweile extrem umfangreicher geworden. Aber ja, Spaß macht es halt dennoch extrem zu sehen, wie sich der Teenager-Avatar beim Zubereiten des Abendessens erst einmal selber in Feuer steckt. Und ich meine, das nenne ich mal Realismus. Woher sollte so ein Teen das denn auch können? Vielleicht könnt ihr da ja mitreden. So, ihr Lieben, mit dieser kleinen Anekdote bedanke ich mich fürs Zuschauen bei euch da draußen und wir sehen uns bald wieder zum nächsten Video. Bis dahin.
Bis dahin, ahoi und ciao. Neu in den Bundesbild. Das ist völlig falsch hier hinten. Einmal umgebaut und nicht wieder zurückgebaut, sag ich dir. Jetzt passt es. Gut, dann sind wir halt noch mal.